Das sollte ich untersuchen. Ja, das solltest du auf jeden Fall. Das solltest du auf jeden Fall. Also entweder ist es die Capture Card und die ab und zu mal Soundabbrüche hat, oder ist es die oder ist es Dingsbums. Ja, so eine. Toll, jetzt habe ich einen gemusterten Turban bekommen, der aber schlechtere Werte hat. Also das finde ich halt auch wieder. Das Erkunden von den Dingern macht halt tatsächlich so keinen Spaß. Das muss ich sagen, hat Hogwarts Legacy leider verkackt. Das muss man halt wirklich einfach so schon behaupten. Auch wenn es weh tut. Was sind wieder? Wieder? Oder wieder diese Dodos? Oh, komm schon. Ich habe erst ein paar. Das passt schon. Dann gehen wir doch mal hier entlang. So, da lang muss. Warum werde ich da lang geschickt, wenn ich da lang muss? Das hinterfrage ich mal stark. Das war bestimmt Professor Fick. Bei dem Namen? Wundert mich das aber. Rebellion. Was das war. Repar. Hat ich es nicht irgendwie? Leviosa. Vingadium Leviosa. Ne. Okay. Jetzt sehe ich aus wie ein Stein. Bum, ba, dum, ba, dabel, di, du. Ich weiß, dass ich hier nicht offiziell lang soll, aber. Warum nicht? Keine Ahnung, warum ihr hier Gras, aber von mir aus. Kap am Herrenhaus. Wie ist das? Aber hier ist auch kein Haus oder so. Will ich denn da? Rebellion. Sind die sich? Rebellion. Kann man mal machen. Warum nicht? Haverah ist eines meiner Lieblingsdörfer hier. Umwerfend bezaubernd. Das sieht eher aus wie... Na doch. Oh, mein armer Junge. Och, Agnes, was ist denn los? Hallo, Madame. Wie geht dieser Maske sehe ich so scheiße aus. Ich bin außer mir, seit Rococo davongelaufen ist. Mein geliebter Niffler. No. Es tut mir leid, dass Ihr Haustier vermisst wird. Danke, das weiß ich zu schätzen. Ich habe ihn seit so vielen Jahren. Er ist ein goldiger Gefährte. Neulich bei unserem Morgenspaziergang südlich von hier sind er und ich auf Henriettas Versteck gestoßen.
Henrietta soll eine paranoide Einzelgängerin gewesen sein. Hat überall im Schloss Fallen aufgestellt, um Diebe von ihren Wertsachen fernzuhalten. Als wir uns näherten, spiegelte sich in der Morgensonne irgendwas im Fenster und ehe ich mich versah, war Rococo weg. Ich mache mir solche Sorgen, aber ich halte lieber Abstand von was auch immer in diesem Haus ist, ganz zu schweigen von den herumlungernden Erschwinderinnen. Zum Geier. Warum hatte Henrietta das Bedürfnis, ihr Haus so zu schützen? Henrietta war eine Baroness, die reich heiratete. Mehrere Male. Ihr unermesslicher Reichtum brachte ihr ein Leben voller Argwohn und Vereinsamung ein. Je mehr Reichtümer sie anhäufte, desto mehr fürchtete sie, sie zu verlieren. Endlose Gier. Daher auch die schrecklichen Fallen im ganzen Versteck. Nicht mal ihre Familie war willens, sie zu entfernen, um an ihr Vermögen zu kommen. Oh je. Warum holen Sie Rococo nicht selbst zurück? Henriettas Versteck ist an sich schon heimtückisch genug, wenn dann noch diese Erschwinderinnen dazukommen. Ich liebe Rococo, aber mein Leben liebe ich noch mehr. Ich werde nach Rococo suchen. Oh, das ist wirklich lieb. Aber bleiben Sie dem Versteck fern. Das ist viel zu gefährlich. Wenn ihn doch jemand im Versteck findet, soll derjenige reich belohnt werden. Am besten mit Henriettas Schätzen. Sie hat sicher nichts mehr dagegen. Was verkaufen Sie hier? Ich will erstmal meine Sachen verkaufen. Oh, sieht schon heller Sonne. Dieses Versteck klingt interessant. Das sollte ich mir ansehen. Für Rococo. Man kann nie genug Waren haben, sage ich immer. Liegt der Hexenhut. Ist es der, den ich anhabe? Vielen Dank für den Besuch. Nee. Aber warum? Ich würde gern wissen, warum das Dingsbums, warum das dunkel ist. Den werde ich auf alte Magie erhöhter Schaden durch alte Magie reduzieren. Der ist vielleicht nicht verkehrt. Er ist nicht verbessert. Aber alte Magie 1. Ah, schwierig. Ja, komm. Egal, das passt schon. Finde Henry jetzt Versteck. Machen wir doch. Wärst du doch auch nur dazu da, um mich abzulenken. Gerade der Expulsor auf mich gewinnt. Das kleine Arschloch. So, lief doch ganz gut, oder? Aristokratisches Ensemble. Herr Tauben. Okay. Nehme ich mit. Ja, das ist halt alles dafür da, damit man halt sich abgelenkt fühlt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es macht einfach keinen. Ich
Weiß nicht. Bei Skyrim hatte ich immer noch wenigstens die, muss ich jetzt mal ganz ehrlich loswerden, hatte ich ja immer noch die Befürchtung oder die Hoffnung, dass ich irgendwas Geiles finde. Irgendwie eine verzauberte Waffe, wo ich mir die Verzauberung selbst aneignen konnte oder irgend sowas. Aber hier fühlt sich das alles so ein bisschen komisch an. Ich kann das Zeug nicht entzaubern. Ich weiß nur, dass es da ist. Welch angenehme Überraschung. Da weiß ich noch nicht. Die Merlins Prüfungen sind auch nicht gerade ohne. Confingo. Lumos. Dann kommt mal mit. Rivelio. Eine Frage, warum? Lumos. Okay. Ja gut, das ergibt Sinn. So, du blöde Ranke, mach mal Platz hier. Das könnt ihr bestimmt nur nachts machen, oder? So, und das andere ist... woanders. Die Frage ist, wo? Lumos. Das ist jetzt die große Frage. Wo ist das dritte? Das habe ich nicht gesehen. Kommt mit. Ach, da. Okay. Damit wäre das erledigt. Gut. Supi. Super duper. Gut. Ich habe jetzt natürlich nicht geguckt, ob das in irgendeiner Weise was ändert, aber ich befürchte, das hat nichts gebracht. Immer noch 11 von 8, also immer noch 28. Ah ja. Es soll mir angeblich mehr Inventarplätze geben, aber ich sag ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob das mir überhaupt irgendwas bringt. Also die Merlins Zauberdinger fühle ich jetzt auch nicht. Yeah.
unserer Welt. Rebellion. Boah, das. Der ist nicht Hass erfüllt, ne? Aber die Frage ist, ich würde gerne mal wissen. Ob ich alte Magie brauche. Die wollten sich hier ein Nest bauen. Da komm ich vorbei, mach sie platt. So, so. Ob ich Energie brauche, wenn ich zum Beispiel mit R1 oder L1 etwas Protego. Werfe. Das muss das Schloss sein, wo Miss Coffees Niffler weggerannt ist. Wie komme ich hinein? Das wäre so ein Dodge-Schaden, aber. So viel Damage macht der Kruzio jetzt nicht. Ja, komm. Au. Okay, habe ich verdient. Ich muss mit Sebastian weitermachen. Ich brauche echt. Also, dass ich meinen Zauber mit R benutze, mit R2, ist mit dem Trigger. Hält sich auch. Geht so. Wenn du den spammen musst, dann ist es halt. Kann es nervig sein. Gibt's hier noch sonst irgendwas? Also selbst bei Gothic, wenn man da einen Troll besiegt hat, gab es irgendeinen Schatz oder so. Hier ist es halt, ja, hast einen Troll besiegt und einen Trollpopel. Wobei ich immer noch nicht weiß, wofür die Dinge überhaupt so gut sind. Was war das denn? Ja, natürlich. Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Hört aber nicht auf. Alter Schwede, was eine Sau. Level 32. Verschwinderinnen. Ich sollte einen Weg um sie herum finden. Oder hindurch. Rebellion. Ja, ja, komm, die haben wir doch eh platt gemacht. Ich erkenne eine Prüfung Merlins, wenn ich sie sehe. Tja, die Frage ist nur, bringt uns das was? So, die Frage ist. Rebellion.
immer von denen ein paar killen, hab ich. Ah, hier oben. Bist du da? Lass sie uns auf den Hindern. Kurz sie auf. Sich hinter dem Scheiß versteckt. Diesen Astronomiealtar muss ich bei Dunkelheit verwenden. Oh, komm schon. Kannst du ja nicht landen? Super, schließe Prüfung. Warte mal. Kriege ich jetzt mehr tragfähig? Also wenn ich 10 Prüfungen mehr links abschließen muss, um ganz wenig Traglast mehr zu kriegen, zum Beispiel, weil ich habe da jetzt irgendwas abgeschlossen, dann finde ich das sehr fragwürdig. Alter, was hier noch offen ist, ne? Na, vielleicht werde ich das mal privat machen. Also ich werde hier im Let's Play nicht alles erneuern. Dunkle Künste, Haupttalente habe ich fertig. Schleichen hält sich hier tatsächlich ein bisschen in Grenzen. Crucio-Beherrschung. Ein Treffer gegen einen Gegner, der mit einem Crucio verflucht besetzt, ein Geschoss frei, das Gegner in Nähe verflucht. Oh. Abracadabra. Töte die, das Töten eines Gegners mit Abracadabra tötet alle verfluchten Gegner. Alter Schwede. Ich will nichts sagen, aber das wird so Bombe. Platz für Ausrüstung. Ich habe 28. Okay, 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 okay. Jetzt will ich aber mal gucken, wie viel. Naja, 4. Also muss ich nochmal 14 Stück machen. Belohnung sammeln. Kapazität für dein Au. Finde alle Überreste alter Magie an 6 entsprechenden Orten. Okay, das macht schon. So macht das schon Sinn. Ich hätte mich damit wahrscheinlich eher befassen müssen. Ich hab 3 von denen, das ist ganz cool. Warte mal, ich will mal was gucken. Ich muss das nachts begutachten. Amid war bestimmt schon mal hier. Da bin ich mir nicht so sicher, bei dem, was uns hier gerade erwartet hatte, war das schon sehr kritisch. Ich muss gleich nachher nochmal gucken. Ja gut, wir haben noch 22 Tränke. Stütze. Tja, könnt ja mal, wahrscheinlich wird es nie passieren, aber ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr so für Sternzeichen habt und ob ihr an Wahrsagerei und beziehungsweise Horoskope glaubt. Ich persönlich glaube nicht zwingend daran, weil es gefühlt, um ehrlich zu sein, noch nie gestimmt hat. Ich finde es aber interessant zu lesen. Also ich selbst. Scheint der richtige Ort zu sein. Ich selbst bin ja als Sternzeichen Jungfrau
Und, Ich hoffe, die Erschwinderinnen haben Rococo nichts angetan. Wo in Merlins Namen bin ich? Rivelio. Regardium Leviosa. Rivelio. Incendio. So, also Wingardium Leviosa brauche ich eigentlich nicht hier. Rivelio. Rivelio. Das kann ich nämlich auch so benutzen, aber ich habe nicht so viel Repair. Wingardium Leviosa, aber Levioso sollte auch ausreichen. Das habe ich noch nicht freigeschaltet, ne? Ich will ja eigentlich nicht zu viel, das soll ja eigentlich mein... Rivelio. Hat das nicht geklappt? Leviosa. Ach hier. Leviosa. Leviosa. Ach hier. Das hat doch geklappt. Schätze, war doch. Dieser Niffler hinterlässt keine unauffällige Spur. Das hat doch funktioniert. Warte mal. Ja, okay. Na bitte. Erschwinderinnen. Damit hätte ich rechnen müssen. Oh, komm schon, das war doch nicht abzusehen. Angst im Dunkeln oder vor dunklen Tagen. Ist das der Vorbrechen meiner Schatzkarte? Rocco, verliere nicht verlassen! Hier! Au. Leute, ich mache ich so fertig. Wunderbar. Wenn
Komm schon. Also nix. Schade, dass das niemand gesehen hat. Alter, Junge. Mein lieber Graf Wallner von Halodri, ich will nichts sagen, aber du solltest froh sein, dass das niemand gesehen hat. Mein, schade, dass das keiner gesehen hat, wie ich hier die ganze Zeit rumspamme mit Dingsbums. Mit Kuzio. Es fehlt irgendwas, habe ich das Gefühl. Und hier fängt's an. Leviosa. Das hier hin. Okay. Das ist nicht. Okay. Ach hier. Vingadium Leviosa. Komm, trink. Rivelio. Incendio. Das richtig? Ja, das ist Feuer. Okay, das brennt auch. Dann gehe ich hier raus. Ich habe das Gefühl, ich muss... Okay, das ist, da kann ich nicht weiter. Aber ich muss woanders da lang. Da muss ich hier irgendwas aktivieren oder so. Ja. Ach hier. Imperium Leviosa. Darüber muss ich... Feuer. Vingadium Leviosa. Confringo. Ja, alle besiegen, weil hier geht es tatsächlich nicht weiter. Na gut, hier war nur ein kleiner Schatz und eine Duellleistung. Ich dachte, hier geht's weiter, weil das Ding brauche ich auf jeden Fall irgendwie. Ach hier. Ich frage es nur, wo. Also, wo weiß ich? Also, ja. Ja. Okay. Das macht Sinn. Ach, das waren meine Schritte. Oh, also meine eigenen. Ich dachte schon, das wäre was Besonderes. Identifizierbarer Gegenstand. Okay, ich komme hier aber trotzdem nicht weiter. Vielleicht geht's hier weiter.
Revelio. So ein Puzzle, das erst später in sich hineingreift. Diese Münzen müssen von Miss Coffee Sniffler stammen. Warte mal, ich will erstmal was anderes testen, aber ja, ich hab's mitbekommen. Hier war ich schon, okay, hier geht's. Weiter. Revelio. Hier halte ich lieber die Augen offen. Ich weiß, dass es hier eine Dingsbums ist. Revelio. Konfring. Revelio. Kann ich... Muss ich das wirklich so komisch überspringen? Also springen hier im Spiel ist nicht so geil. Oder es hat was mit den Fackeln zu tun. Ich will mal was probieren. Ich will tatsächlich mal was probieren. Ich will mal gucken, ob ich die in irgendeiner Weise ausmachen kann oder deaktivieren kann. Revelio. Okay, schade. Confringo. Revelio. Aha. So kann man das also machen. Dann bin Revelio. Ich hier. Das ist okay, das ist interessant. So, jetzt könnte ich doch eigentlich hier weitermachen. Ah ne, warte mal, hier war ich schon. Hier will ich noch nicht weiter. Hier, da gibt's nichts. Lass mich mal überlegen. Hier kann man bestimmt auch irgendwas öffnen. Sonst würde mein Controller da nicht komplett rumspacken. Das Gefühl, dass ich da was mitnehmen muss. Revelio. Okay, das war ein bisschen enttäuschend dafür, dass das jetzt so gespickt ist. Ich hätte gedacht, das müssen wir mitnehmen, es wäre cool gewesen. War fix gedacht, aber wahrscheinlich dann doch ein bisschen too much. Okay. Oh, noch mehr Aschwinderinnen. Okay.
Komm schon. Ah, das ist doch blöd. Reveal. Ich werde direkt hier rausgehauen. Ist das Buggy? Das ist doch dumm. Oh, nee. Nur weil es jetzt Buggy... Oh, kommt schon, Leute. Nur weil das jetzt Buggy ist... Das könnt ihr doch nicht bringen, Mann. Geh ich erstmal hier lang. Das ist Buggy. Och nee, es macht doch keinen Spaß, wenn es Buggy ist. Weil das Ding da liegt. Ich kann dann auch nicht mehr weit. Das haut mich direkt da rein. Direkt zurück. Ich brauche etwas, wo... Das ist dämlich. Also, dass das so abspackt, das war... ist nicht schön. Nicht schön. Ne, warte mal, ich muss doch da hoch. Es wäre jetzt mies, wenn der kurz vorher wegbrechen würde, dass man... Keine Ahnung, was mit dir abgeht, Mann. Aber von mir aus. Alter Schwede. Ja, das mit dem Schild, mit dem lila Schild, ist halt echt mies. Das ist auch der einzige Grund, warum ich ganz gerne mindestens einen unverzeihlichen Fluch bei mir hätte. Weil es einfach voll abnervt. Komm her, Mädel. Petrifico,
sehen. So. Das waren alle. Jetzt kann ich mich auf Rococo konzentrieren. Ich kann nur 25. Okay, von mir aus. Rebellion. Die Frage ist jetzt... Wo kriege ich jetzt noch von diesen Würfelchen her? Was ist das? Eine Schatzkarte? Ja, möglich. Ist mir auch egal. Hier, das macht noch Spaß, aber Schätze suchen, ah, ich weiß nicht. Feuer, ne? Ich muss auch wieder zurück, wie zurückkommen. Ist schon okay. Die 5, die 2 Meter bist du schon. So, was haben wir hier? Rebellion. Wind. Was ist da oben? Die Frage ist, komme ich da so hoch? So, die Frage ist... Okay, dann war das nicht der Fall. Brauche ich das wirklich? Wir gehen nach oben oder oben und hinten. Dann in der kurzen Abklingzeit erinnert sich hervorragend zum Jonglieren. Das ist vielleicht gar nicht schlecht. Wenn ich den Niffler in die Finger kriege. Arresto, Moment. So, rein mit dir, du Fickvieh. Ich pass auf dich ab. Ich wusste ja nicht, wie ermüdend es ist, Niffler zu fangen. Rebellion. Keine Ahnung, was der an diesem Vieh hat, aber naja, von mir aus. Nicht identifizierter Gegenstand, okay? Okay, okay. Ich würde gerne wissen, warum ich jetzt... Das ist wieder zurück. Ja, von mir aus, die Tür aus des Tors... offen. Ich weiß aber immer noch nicht, was es damit auf sich hat. Rebellion. Da gibt es noch was. Da ist was. Das hat irgendwie geklappt. Lumos. Akir. Gekendo. Legion. Akir. Contrinto. Lazio. Oh, das haben wir gemacht. Das sind die Fallen. Hier fehlt was. Da ist auch alles drin, mehr oder weniger. Aber das waren ja hier da unten diese Dinger.
Genau. Okay, lass uns das mal kurz nochmal durchgehen. Ich weiß, dass der Part wird jetzt ein bisschen Überlänge haben, aber das ist mir dann tatsächlich relativ egal. Okay, von da kam ich. Schon immer? Ja, ne? Reveli. Ja klar, von hier bin ich ja zurückgekommen. Ist aber gar nicht so schlecht, dann kann ich mir den ganzen Scheiß nochmal angucken. Ob ich nicht doch noch irgendwo irgendwas vergessen habe. Stimmt, ich bin ja voll. Da drüben komme ich nicht hin. Musste ich auch nicht. Revelio. Kann ich das eigentlich... Contento. Das sieht so ein bisschen nach Gryffindor Revelio aus. Ich habe das Gefühl, dass ich hier noch irgendwas vergessen habe. Hier gibt es noch einiges an Schätze. Das war... klang mir tatsächlich ein wenig zu einfach. Hier war ich noch nicht. Revelio. Das sind zwei Sachen. Ansonsten sieht das hier relativ leer aus jetzt aktuell. Ja, Mega-Power-Trank brauche ich jetzt nicht zwingend. Dass ich da nicht hinkomme, ist komisch, aber ist ja so, ist ja kein Problem. Die Frage ist nur... hätte ich den nicht zerstören dürfen? Ich meine, ich habe relativ viel von dem kaputt gemacht. Das aktiviert? Oder habe ich das nur draufgelegt? Ich meine, ich hätte das aktiviert. Incendio. Warum brennt das und das nicht? Ich kann ja hier nichts weitermachen. Obwohl, warte mal. Ah, okay, verstehe. Das hat nichts gebracht. Oh, warum? Ich verstehe es nicht. Oder muss ich hier alles ausmachen? Contento. Defense.
Das hat irgendwas anderes zu tun. Ich kann die nicht willkürlich einfach alle anmachen. Die haben alle eine Fackel. Das kann nicht angehen. Das ist unmöglich, dass das, dass ich das rumdrehe. Oder? Nee, das habe ich ja erst so gemacht. Okay, lass mich mal überlegen. Ich sehe da nichts, wo das lang sein könnte. Nee, das wollte ich eigentlich nicht. Es bringt ja alles nichts. Finde den Schatz anhand der musikalischen... Ja, das interessiert mich jetzt nicht, die Karte. Das macht halt auch keinen Sinn. So, kleiner Greif. Oder muss ich die Dinger... Ja, aber die drehen sich ja rum, wenn ich sie brennen lasse. Es gibt bestimmt jemanden, der das weiß und denkt... Warte mal. Da ist ein Greif, da nicht. Gibt's da auch sowas? Ich verstehe es nicht. Ist mir auch. Also ihr könnt es in die Kommentare schreiben unter dem Video bitte, wenn ihr sagt, das ist doch ganz einfach, du Vollidiot. Ich verstehe es nicht. Ich habe aber zeitgleich auch nicht unbedingt großartig Lust, das alles irgendwie weiterzumachen. Dieser Ort hat schon bessere Tage gesehen. Gut, dass ich hier nie eingesperrt war. Also ja, hier war ich schon. Okay. Ja, jetzt erstmal schön zurückfliegen. Ich denke mal, wir haben lange genug. Der Part ging viel zu lange, ne? Oh, fast eine Stunde. Hohoho. Gut, wir bringen den zurück, aber im nächsten Part. Ja, muss ich R2 drücken. Naja, hier bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns dann bei der ollen Zippe beim nächsten Mal, ne? Tudelü.